Willkommen, Leute. Es tut mir so leid, aber mir ist was Dummes passiert. Ich habe den Safe State verloren. Und der Part ist vom Erdboden verschluckt, keine Ahnung. Ich mache jetzt einfach die ganzen Sachen nochmal. Ihr seht jetzt halt nicht, wie die Burg dann kaputt geht und ich Yoshi rette. Aber das tut mir voll leid, ich weiß nicht, was da passiert ist. So, wir machen einfach weiter. Oh Mann, das tut mir echt leid. Ach, fick dich doch. Ich habe so weit aufgenommen. Und jetzt ist alles weg. Oh, ich bin extra doch so gesprungen, dass mich die Scheißflamme nicht erwischt. Jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt sind wir nämlich klein. Und wenn wir jetzt in eine einzige Flamme rennen, sind wir tot. Und jetzt renn, Mario. Das ist immer so knapp. Oh, das letzte Mal war es knapper. Naja. So und so. Gibt es hier eigentlich irgendwo was Besonderes oder kann man da echt einfach nur hochgehen? Ich denke mir immer, hier muss es ja was Besonderes geben, aber ich weiß nicht was. So, egal, geh mal zum Boss. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dass man den letzten Part nicht gesehen hat, denn das war eher ein Let's Fail als ein Let's Play. Ohne Witz, ich habe so viele Leben verloren. Ich glaube, 18 Stück. Haha. Der springt immer nach rechts. Da muss man aufpassen, dass er einem halt nicht aus dem Bildschirm springt. Die Flamme habe ich nicht gesehen. Nein. Nein. Das ist Yoshi-Ei befreit. Yay. Nein, komm. Mit L und R kann man dann übrigens wieder in die Burgen rein, die man schon besucht hat. Nur so, wen es interessiert. Wissen ja nicht alle, dass man in die gemachten Burgen nochmal rein kann. Haha. Renn. Uai. Bam. So. Geh da durch jetzt. Heieiei. Ach ja, dann bin ich halt klein. Hallo, springst du mal das Ding an, bitte? Und jetzt an. Nein. Bam, bam, dö, dö. Bam, bam, dö, dö. Ba, da, 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 da. Was gibt's hier eigentlich? Eine Feder? Ein Pilz. Wir sind klein. Oh. Bestimmt hätte es hier sonst eine Feder gegeben. So und so und so und so. Diesmal aber, du dummer, dummer, dummer Cooper. Wie auch immer du heißt. Ich habe die Flamme echt nicht gesehen. Ich habe sie einfach nicht gesehen. Ich habe sie mir weggedacht oder so. Keine Ahnung. Boing. Jetzt habe ich aber Angst. Uiuiui. Komm mal hin, ne, du komisches, gelbes Koopa-Teil. Echt, der Boss ist wirklich leicht. Ich weiß auch nicht, wie das vorhin passieren konnte. Ich habe bei dem Boss mit glaube ich, noch nie gefailt. Noch nie. Da, jetzt schon wieder. Bei der letzten Flamme. Ich weiß nicht, was los ist. Weil ich jetzt wieder mit einem anderen Emulator spiele, vielleicht. Keine Ahnung. I don't know, I don't know. Oh, man kann es ja doch noch sehen, wie wir das Ei befreien. Die Burg fliegt. Und macht dem kleinen Hügel ein Pflaster. Ludwig von Koopa's Days of Composing Koopa Symphonies. In Castle Number 4 are over. The Forest of Illusion lies ahead. Ne, lies ahead. Or a heat, keine Ahnung. Mario must use his brain to solve the puzzle of this perplexing forest. Okay. Usen wir our brain. So, man darf jetzt hier runter. Da, 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 da. Das tut mir echt leid, dass die Wege jetzt schon alle da sind und der blaue Schalterpalast. Ich zeige euch die Level trotzdem. Und die Geheimausgänge.
Denn, wie ihr schon gesehen habt, hier sind fast alle Level rot. Hey, du. Pilz! Ah, bestimmt. Yoshkiboshki. Der Yoshi, der kann übrigens die Teile hier fressen. Die Riesenraupen. Scheißegal, Yoshi frisst's. Da kommt ein Leben raus. Und brrrt. Yoshi wird gefüttert. Feder. Oh, ein Stern ist auch nicht schlecht. Yay, bashen wir einfach durch. Net, net, net. Der Computer schafft's nicht. Da unten ist das Secret. Ich hol's jetzt nicht. Ich zeige euch nur, wie es geht. Mit dem Ballon. Na toll, jetzt habe ich meinen Yoshi verloren. Normalerweise könnt ihr jetzt da unten einfach zum Secret hinfliegen und halt durch die Schlüsseltür gehen. Das sollte jeder von euch hinkriegen. Wenn nicht, mache ich mir Sorgen. So. Oh, wir kriegen einen Pilz, weil wir mit dem Ballon da reingeflogen sind. Geflogen vor allen Dingen. Ha. Yay. Meine Haare sind im Reißverschluss von der Jacke angeklemmt. Aua. So, dann gehen wir ins Geisterhaus. Genau. Ich habe euch in dem Part noch gesagt, eigentlich, dass ich das Geisterhaus überhaupt nicht leiden kann. Ja klar, wie soll ich denn da vorbeikommen, du blödes Scheißgeist, Mann. Ich hasse dieses Geisterhaus. Ich hasse es so sehr. So sehr dumm, dumm, so sehr dumm, dumm, so sehr dumm, dumm, dumm. Ich werde euch auch hier nur zeigen, wie das Secret geht, weil dann spare ich einen Haufen Zeit und schaffe in dem Part mal ein bisschen mehr als sonst. Das ist auch nicht schlecht. Ja, ich will die Blume, die Feder. Oh nein, oh nein. Ich wird sie mir wieder weggenommen von den bösen Geistern hier. Mario. Ich wusste es. Naja, egal. So, wer hätte es gedacht? Natürlich ist die Tür hier. So, und zwar können wir jetzt hier nach links. Hier hätten wir den normalen Ausgang. Hier hätten wir eine Yoshi-Coin. Und hier hätten wir den Secret-Ausgang. Stimmt's? Genau. Hier ist der Secret-Ausgang. Hier gibt es noch einen 3-Leben-Mond. Oh, eigentlich gibt es hier einen 3-Leben-Mond. Egal, wir kriegen jetzt auch so Leben, denn wir kommen ins Bonus-Level. Wee-weep. Badam, 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 badam. Yay! Ich muss jetzt die Leben zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Passt. Ich habe euch mal irgendwann erzählt, dass es da 11 Leben gibt. Ich weiß auch nicht mehr, was da mit mir los war. Denn es sind natürlich 3 Reihen runter, 3 Reihen rüber und 2 Reihen diagonal. So, in das Level gehen wir später da links. Da war man nämlich noch nicht. Und das Unterwasserlevel. Dedim, 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 dedim. Hier war ich eigentlich ursprünglich mit Yoshi. Wo hatte ich denn den Yoshi her? Es ist eigentlich schon viel zu spät für mich. Ich sollte eigentlich schon längst im Bett sein. Ich muss nämlich bald Referat halten. Oh, hier zeige ich euch was Cooles. Hier zeige ich euch den Geheimgang. Denn den Geheimgang mag ich total gern. Hier kommt eine Blume raus. Normalerweise, wenn man groß ist. Fuck. Naja. Ich hasse euch, ihr Fische. Ihr seid doch blöd. Ja, da ist ein Pinguin und den habe ich zu spät gesehen. Den habe ich verarscht. Ich habe einfach den Pinguin verarscht. Hihihi.
Oh mein Gott! Lauf, Mario! Oh mein Gott, der hat es geschafft. Damit habe ich nicht gerechnet. Wahnsinn, der Pinguin verfolgt mich. Lass mich, bitte. Ich muss in die Richtung. Ich will euch das Secret zeigen. Das war doch hier, oder? Ich glaube, ich verwechsel das gerade. Ich glaube, das war noch nicht hier. Na toll, das war dann alles umsonst. Vielleicht war es schon hier, vielleicht war es nicht hier. Ich weiß es nicht mehr, Leute. Keine Ahnung. Ich finde das immer... Ich weiß immer, wie es aussieht. Und wenn ich es dann sehe, dann weiß ich... Oh, hier ist das Secret. Aber so jetzt, ohne dass ich sehe, weiß ich nicht mehr, wo es ist. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ich geh weg. Schneller wie das Stachelding. Ich hasse dieses Level so sehr. Ich hasse dieses Level so sehr. Ich hasse dieses Level so sehr. Das ist mein Ich hasse dieses Level so sehr Song. Stirb, Fisch. Diesmal lasse ich mir meine Feder nicht wegnehmen. Und jetzt bin ich in... Oh, das wäre jetzt so geil gekommen, wenn ich in den Stachelfisch gegangen wäre und meine Feder verloren hätte. Naja. So, wir schwimmen hier ganz chillig durch. Ganz chillig, habe ich gesagt. Weiei. Ich weiß, dass da eine Blume rauskommt. So. Ich mache euch alle tot. Yeah. Vor allem euch, ihr blöden Pinguinfische. Was soll denn das? Die verfolgen mich und dann verfolgen sie mich. Hallo, wie wär's? Du Idiot. Mario, du bist ein Vollidiot. Nimm wenigstens jetzt die Feder, so. Nachdem wir schon unsere wertvolle Blume verloren haben. Hallo? Normalerweise kann ich die wegdrehen. Jetzt bin ich wieder klein. Das schaffe ich wieder nicht, Leute. Das kann man vergessen. Dabei will ich euch nur das Secret zeigen, weil der normale Ausgang ist einfach durchs Level durchschwimmen. Mann. Was ist die scheiß Pinguinfische? Lass mich in Ruhe. Lass mich! Ich habe keine Lust mehr auf die ganze Scheiße. Ohne Witz mal. Nimm die Feder mit. Normalerweise kann ich die Fische wegdrehen. Wie sollte das bei dem einen Fisch jetzt nicht funktioniert? Das ist eine Frechheit. Und wann kommt eigentlich die Mittellinie? Jetzt werde ich langsam massig. Ja, klar. Mhm. Jetzt hat es eh schon keinen Sinn mehr. Jetzt kann ich mich gleich ins Sterbebett legen. Das Spiel ist scheiße. Und da wollt ihr, dass ich zum 500-Abonnenten-Special Kaizo Mario spiele? Mhm, klar. Ist hier die Mittellinie? Fick dich, du Scheißfisch. Ich will doch nur die Mittellinie finden. Nein, hier ist nur eine Yoshi-Coin. Leute, wir sehen uns gleich da. Warum geht es eigentlich immer erst, wenn man die Kamera ausgemacht hat? Warum? Weil wir wären nämlich fast da gewesen. Also zum Ausgang geht es in die Richtung, da wo Mario jetzt hinguckt. Und der Geheimausgang, der ist hier. Man kann hier nämlich durch an dem Stein. Und hier ist das Secret Exit. Yay. So, das Level ist mal behindert. So, Secret Exit geht zum... Schalterpalast und das andere dahin. Genau, machen wir das hier. Nicht das Leben einsammeln. Das Leben ist böse. Wenn man das Leben einsammelt, schießt der Typ nämlich... Ich würde halt gerne den Stern. Schießt der Typ nämlich... Was schießt er denn dann? Ja, so kleine Panzerviecher halt.
aber mit einem Stern geht schon, weil hier hört er eh auf. So, dann machen wir mal die Mittellinie. Yippie. So, der Geheimgang. Ist da drin. Also, da kommt man so am besten hin. Ich weiß nicht, ob man da irgendwie... Mit der Feder kommt man am besten hin, aber... Hier ist auf jeden Fall mal der Secret-Ausgang. Das habe ich noch nicht gemacht. Also, das ist jetzt ganz brandaktuell. So, dann machen wir doch mal Forest Secret Area oder wie auch immer. Oh, das Level ist chillig. Da muss man einfach auf der Plattform stehen bleiben. Und schauen, dass man halt in keinen Koopa rennt. Man hat jetzt hier öfter mal die Möglichkeit, zwischen den Plattformen zu wechseln. Aber das mache ich nicht. Ich bleibe einfach auf dieser Plattform hier stehen, weil wieso soll ich denn wechseln? Das bringt mir ja nichts. Also, man kann zum Beispiel dann dieses Kästchen kriegen oder andere Sachen. Aber ich bleibe einfach hier auf dieser Plattform. Weil die Plattform führt zum Ziel. Entschuldigung. Ich bin müde, wie gesagt, es ist schon spät. 11:15. Morgen ist Schule. Berufsschule? Nein. Am Freitag muss ich Referat halten. Drück mir die Daumen. Und es ist bei meinem Selbstbewusstsein gar nicht so leicht. Ich bin nämlich, wenn ich im Real Life bin, ganz anders, wie wenn ich Let's Play. Das ist voll krass. Normalerweise in echt, ich bin ganz schüchtern und leise und zurückhaltend und so. Und in meinen Let's Plays, da sage ich einfach, was mir gerade so einfällt. Hey, da kann man hinten rein. Das wusste ich gar nicht. So, eins machen wir noch. Ja, mach mal doch die Burg. Die Burg ist cool. Oh, die Burg ist doch nicht cool, wenn man groß ist. Die Burg ist nur cool, wenn man klein ist. Komm runter, du Stampfer. Und zwar ein bisschen plötzlich. Ah, das macht nichts, weil die Burg ist eh viel cooler, wenn man klein ist. Ich lass die Feder. Ich scheiß auf die Feder. Ganz im Ernst. So. Wenn man sich hier jetzt beeilt, kommt man vor den Stampfer. Genau. Was ziemlich praktisch ist. Der hier ist ein bisschen gemein. Ja! Oh mein Gott. Hier kann man jetzt einfach durchlaufen, wenn man klein ist. Haha. Der Stampfer kommt wieder hinter einen. Und da dürfte schon die Tür kommen, oder? Yay. So, das ist jetzt ein bisschen schwieriger hier. Aber mit ein bisschen Vorsicht geht schon. Hier gibt's Pilz. Den will ich jetzt haben. Jetzt will ich wieder groß werden. Jetzt ist Kleinsein doof. So, hier rüber. Also hier kann man jetzt entweder sich mit den Zahnrädern rumschlagen oder hier oben drüber balancieren und sich mit den Flammen rumschlagen. Ich bin dann fürs drüber balancieren. So, hier oben gibt es noch eine Feder. Die hätte ich doch gern. Hallo, hallo, gib mir die Feder. So. Und zwar, hier geht's zum Boss. Und da hinten kann man drüber fliegen. Ich weiß aber nicht, was das ist und ich habe das noch nie geschafft. Ich fliege jedes Mal in so behinderte Flammen rein. Könnt ihr mir bitte in die Kommentare schreiben, was da hinten ist? Leute, ihr glaubt es nicht. Normalerweise schaffe ich das aufs erste Mal. Das glaubt mir doch niemand, weil ich immer bei den blöden Rhinozerossen fehle. Aber ich kann die eigentlich wirklich. Und normalerweise fehle ich da nie. Ihr müsst mir das glauben. Auch wo ich den Part aufgenommen habe. Der verloren gegangene Part. Aufs erste Mal habe ich da die Rhinozerosse besiegt. Die Nashörner Rhinozerosse. Was für ein Scheiß. So... Bei dem können wir durchlaufen, genau. Bom, bom. Bom, bom. Gut, dass wir die ganzen Schalterpaläste schon haben. Das ist ziemlich vorteilhaft.
So, hier muss man übrigens schnell sein, sonst geht's nicht. Ja. Springen, bevor die Flammen wiederkommen. Sonst müssen wir hier ewig warten. Egal. Könnt ihr mir das bitte sagen, was da hinten ist? Das wollte ich schon immer wissen, aber ich habe es nie geschafft, darüber zu fliegen. Noch nie. Ungelogen, noch nie. Jetzt reicht's, ihr blöden Penner-Nashörner. Ja, und bin ich halt klein. Nein, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ich die Scheißviecher besiegt habe, weil das kann's echt nicht sein. Normalerweise kann ich die auf Anhieb und jedes Mal, wenn diese blöde Kamera läuft, geht's nicht mehr. Oh, meine Fresse, echt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und ich liebe euch.